Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des BBB. Wir sind bei Folge 149 und es funktioniert immer noch ganz gut. Wir müssen noch 5 Stück von denen töten. Wildrocks weiß ich gerade gar nicht. Ich meine fast noch 30. Wir lassen uns einfach überraschen. Gucken, was passiert. Und ich bin immer noch super froh, sage ich mal. Das ist mit dem Mana jetzt genau. Das ist gesagt, der Wahnsinn. Wenn ich jetzt noch treffen würde, wäre es natürlich noch besser. Also ein bisschen Mana ausmacht, ne? Das Pet stirbt nicht so oft. Ein bisschen schneller Aggro, das ist doch super geil. Können öfters Totstellen machen, weil wir dann auch im richtigen Moment Mana haben fürs Totstellen, was eigentlich schwachsinnig ist. Aber gut. Beim Laufen casten wäre natürlich auch noch cool. Oh. Der ist in Range gelaufen. Auch nicht schlecht, ne? Nee, das war der Forge-Knopf. So, das schon mal. Die haben wir voll. Jetzt brauchen wir noch einen. Ah, da gibt's die Perlen, glaube ich. Gerade nicht da. Gucken wir hier erstmal. Und die müssen wir killen. Ho, ho, ho. Ach, toll. Totem Power. Aber noch zu. Was ist denn da los? Tja, aber nicht mit uns. Wir sind aber schlauer. Oh, da hätte er sich fast geheilt. Mal ist das kein Problem. Na gut, jetzt haben wir einen Angriff. Ja, das Totstellen ist schon cool, aber ich mach mal wieder. Mach mal wieder so oder wie was. Ne, so ist besser. Dann knallt das nicht hier so rum. Schmane und. Wäre schon die auch töten, ja, ne? Mein schon. Einfach sie jetzt zeigen. Ja. Jeweils 10 und Obsidianperlen droppen auch hier. Anscheinend nicht so gut wie hinten bei den anderen.
den ich meine. Und das lag eben einfach an den Mobs, dass die so gut gefallen sind. Weil jetzt ärgert er uns wieder hier mit blablabla, wenig Mana, blablabla. Mal was trinken. Kann man aber dann schon mal reinschicken. Warum? Haut er mich. Ich hab noch gar nichts gemacht. Ich bin noch nicht mein Gehalt. Oder das war noch die Restheilung. Funktioniert. Hat funktioniert der Plan. Oh, und wir kriegen Ruf im Erzählen. Oh, da war eine Perle drin. Das ist, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 getötet für eine Perle. Das ist ja ergiebig, ne? Daran könnte man jetzt theoretisch hier ausrechnen, wie viel Prozent die droppt. Jetzt haben wir die andere Perle und jetzt ist unsere Rechnung direkt dahin. Weil ich finde, es hat oft einfach mit Glück zu tun. Ihr habt kein Ziel. Ach so, wir haben kein Ziel. Gut, das ist was anderes. Oh, hier ist die Arena. Das ist cool. Und zwar gab es damals eine coole Waffe am Ende, wenn man die Arena-Quest gemacht hat und relativ viel EP, je nachdem wann man sie macht. Und mittlerweile gibt es mehrere Arenen in nee, da nicht. Hier in Gazkazan gibt es mittlerweile eine. Dann hier in Nordend gibt es eine. In Pandaria bin ich mir nicht sicher, aber ich meine, da gibt es auch Arena. Und mit der in Nordend gab es damals dann auch noch einen Erfolg, wenn man dann alle abgeschlossen hatte. So. Noch ein paar. Seht ihr, das ist. Ich glaube, das ist einfach Glückssache manchmal. Wir können nicht durch Wände schießen. Aber durch Türen. Müssen auf der Hut sein. Sich halt, aber ich glaube, er hat ja schon geheilt. War aber noch nicht so gut auf der Hut. Allerdings, ich toll finde, dass das Tod dann verschwindet, wenn der stirbt. Es gibt ja manche Mobs, da überlebt das Totem. Schießt dann noch lustig weiter. Wie das funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Brauchen noch Schamanen. Aufs Mount schwingen und gucken. Da hinten. Ach ja, ich liebe Akku. Wie Fußpilz oder so.
Akku. Kurz bevor er dann tot ist, bekommt mein Petty-Akku. Akku-Teilung ist das hier. Hey. Zieh mir die doch gleich an, ne? Schön. Also. Die sieht nicht so schnieke aus wie eben die Axt, aber besser. Lass da drin Sachen rumfliegen. Nö. Toll. Es gab damals auch eine blaue Axt. Das war, ich meine, ein Random Drop von allen möglichen Mobs in der Scherbenwelt. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gesehen habe. Das war so eine blaue mit gelb Verzierungen drauf. Damit liefen auch ganz viele Jäger rum. Später liefen viele Jäger, ich meine mit, ach, wer heißt es denn? Mit Stäben rum. Aber ich meine aus dem schwarzen Tempel oder so ein Stab von Illidan. Wir können ja mal gucken. Welt. Verräter, genau. Echt auf dem Rad? Tasche was? Ich weiß, es gab. Also. Ach, was ist denn jetzt hinter mir los? Aber die Katze hat sich gesetzt. Das ist eine Waffe für Tanks. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Weniger Distanzkraft als meine, aber mehr Leben, aber mit Ausweichwertung ist für Tanks, weil PC und BOTLK können man nämlich noch Waffen tragen. Ist cool. Also, der zum Beispiel der Krieger konnte noch Wurfwaffen tragen. Schusswaffen. Genau wie der Schurke. Ja, das ist nämlich der PC auch noch. Und der Jäger kann halt, okay, das war's nicht. Makro? Oh, das war falsch. Egal, nehmen wir mit. Das ist mir damals auch passiert, im CS eingepennt. Och, okay. Wollte gerade sagen, naja gut, aber gut. Wo ist halt die 2, wenn die unbedingt wollen, ne?
Oh, wir müssen Eridon heilen. Ja, das ist gut. Na gut, geschnarcht habe ich damals im TS nicht. Anscheinend der schon. Aber dafür gibt es ja Push the Dog, das ist wohl wahr. Ich habe mich manchmal nur erschrocken, wenn irgendjemand neu oder ins TS gekommen ist. Wenn er dann gesagt hat, Play Joint oder so. Und oder wenn jemand gegangen ist, dann sagt er ja, lief. Irgendwann habe ich das aber abgeschaltet. Naja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play WoW The Burning Crusade. Wir sehen uns. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen.